So, herzlich willkommen meine Krieger und Kriegerinnen zurück zu Pioneers of Begonia. Leute, es ist gerade eben sehr, sehr frustrierend. Die Gegner rücken ständig mit neuen Einheiten an. Unsere Verbündeten machen gar nichts dagegen. Und uns gehen ständig die Einheiten aus, weil die uns heftig auf die Fresse geben. Da hinten ist Eisenerz. Wir haben wirklich einen Planierer verloren, ist das dein Ernst? Auf unseren Straßen wird hart gekämpft. Stark. Hat's gereicht. Okay, das war zumindest mal eine richtig gute Abwehr. Wir nehmen ja auch an Kampfstärke zu, das ist ja das... Die Ernte hier ist auch richtig scheiße. Der Mais verreckt uns die ganze Zeit. Hätte ich das sehen können? Okay, Freunde. Habe ich verschissen. Irgendwo geht er anscheinend hin. Hab ich verschissen. Aber man kann anscheinend hier Kohl anbauen. Dann bauen wir halt Kohl an. Wir sind ja zum Glück flexibel. Gut, dass wir kein Weizen angebaut hätten. Hätte eh nichts genützt. Das sind alles Dinge, die wir für die Zukunft wissen, wenn es richtig ernst wird. Wir haben keine Händler, oder? Alter, wenn das erste Mal Gegner auftauchen. Wenn das erste Mal Gegner auftauchen, die sich ausbreiten, werde ich so heftig auf die Fresse bekommen. So viel kann ich gar nicht dazulernen in dieser kurzen Zeit, dass ich da irgendwie noch Spezialist werde. Da bitte hier auch beides. Dankeschön. Was haben wir an Soldaten momentan?
Mach bitte hiervon noch. Ach so, du bildest gerade aus. Ja, das ist ja beabsichtigt, du Scherzkeks. Schön. Kommt, Leute. Jetzt. Die Waldläufer, die übernehmen jetzt. Ja. Wir müssen jetzt dieses Diebeslager hier mal aufarbeiten. Was war das denn? Gott im Himmel. Warum verkackt ihr denn jetzt? Okay, das sind Meisterdiebe. Fair enough. Ja! Sehr schön. Na gut. Na gut, Freunde. Da ist Eisenerz. Okay. Das ist doch schon mal ein Anfang. Steht die Gemüsefarm? Fast. Können wir irgendwas handeln? Ach, wir haben keine Händler. Die bringen uns Kohl. Nee. Wir bringen denen Kohl. Oh, Kohl. Oh, hallo. Können wir so oft machen, wie wir wollen. Für Bronzeschwerter. Wir haben doch Unmengen an Kohle. Let's go. Mach das. Mach das. 15 Einheiten. 5-5. Sehr schön. Dann fangt ihr wieder an und macht hier bitte weiter. Let's go. Meine größte Sorge ist schlicht... Warum kriegen wir keine Genussmahlzeiten? Das check ich nicht so ganz. Genussmahlzeiten. Also bei Genussmahlzeiten wird irgendwie ganz rapide unterschieden. Haben wir noch Angeln? Ja. Das heißt, ich kann hier hinten noch ganz entspannt einen weiteren Angler hinbauen, oder? Weil da ist, die Küste ist halt voll, ne? Viele Hasen. Viel Land hier auch, das ist gut. Machst du mir bitte mal hier drüben weiter, das wäre voll nett. Es gibt nur einen Vorteil an den Schemen. Einen einzigen. Die erschrecken deine Leute bloß. Die bringen sie nicht um. Habe ich hier nur eine Farmerin. Och, ich bitte dich. Da hinten ist das Eisenerz und hier, Freunde, go. Bitte. Bitte, jetzt macht was. Wie weit könnt ihr? Hier ist doch Eisenerz. Hier ist nur ein Eisenerz. Egal. Hier. Jetzt gemeinsam für ein Ziel. Auf geht's.
Ich brauche ich jetzt. Müsste jetzt mal ein bisschen in die Gänge kommen. So, Kaffeeklatsch ist vorbei. Jetzt muss hier mal was passieren. Wir haben hier ein paar Leute weggehauen. Hier haben wir gut aufgeräumt. Das ist schön, nice, gefällt mir. Jetzt muss wieder losgehen. Auf geht's. Entdecker, fang auch bitte wieder an zu arbeiten. Die Schwerter bringt ihr mir dann rüber in die Kaserne. Ich wollte gerade sagen, die arbeiten schon, oder? Und Kohle? Um mit denen besser... Kohl, nicht Kohle. Sie wollen Kohle und Kohl. Da zeigt sich ein Muster. Okay. Ja. Fair fucking mehrt euch. Kann mir irgendjemand... Also ich verstehe das mit den Genussmahlzeiten nicht. Köche nutzen Zutaten von einem nahegelegenen Marktplatz, um Stärkungsmahlzeiten für Minenarbeiter und Genussmahlzeiten für Träger zu kochen. Genussmahlzeiten werden in den nahegelegenen Esstischen gegessen und fördern die Geburt neuer Pioniere. Aber was ist denn genau eine Genussmahlzeit? Also die Genussmahlzeiten sind gerade das große Problem. Die sind jetzt dann übrigens bald fertig. Okay. Jetzt mal kurz einen Steinbruch. Nächstes Problem, Freunde. Zement. Da, das ist zu weit weg, oder? Ja. Ja, es geht alles leider sehr, sehr langsam voran. So. Jetzt können wir hier Eisenerz abbauen. Das wird doch langsam. Noch keine Bronzeschwert. Was treibt ihr denn? Ja gut, sie lassen sich ein bisschen Zeit. Ja, immer wieder Komparsen in sein Gebiet, aber es ist halt... Es ist leider alles nicht das... Ja, gut. Hör auf zu meckern, kümmere dich um die Scheiße. Ganz einfach.
Ich muss mal schnell was prüfen. 2, 5. Stark. 10. Ist doch auch was dazugekommen. 2, 5. Nein. 2, 5, 7, 10. 11, 12 mit Wasser. Ja, ja, passt schon. Also mit 12 deckst du alles ab. Sag mal, was machst du da oben? Das ist das nächste Diebeslager. Das ist nicht dein Ernst. Boah, ich finde dieses Level super schwierig. Ich finde es super schwierig. Was geht hier, Freunde? Achso, wir kriegen gerade einfach mal wieder heftig auf die Fresse. Stark. Und dann bitte den Kalkstein holen. Okay, Entschuldigung. Schnieverei. Ich bin einfach so traurig. Sorry auch, dass ich gerade sehr ruhig bin. Ich bin einfach gerade sehr konzentriert. Ich versuche jetzt ein bisschen mehr auf Geschwindigkeit zu machen. Weil einfach mein Riesenproblem das Bevölkerungswachstum ist. Ich kriege kein Ich habe genügend Schlaf... Ich habe erstmals... Genügend Schlafplatz, aber kein Bevölkerungswachstum. So, das mache ich jetzt noch schnell, bevor ich die Aufnahme beende.
Und sobald ich Bevölkerungswachstum habe, können wir wieder entspannen. Aber die Leute müssen sich vermehren. Bei 250 Einwohnern ist es dann mit dem Inzest eh nicht mehr so weit. Gut, Freunde, für heute verabschiede ich mich. Wir müssen die Probleme lösen. Ich hoffe, ich kriege es beim nächsten Mal hin. Wir werden sehen. Haut rein, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.